Der goldene Schmetterling. Oh, schon wieder mit einem Eisen. Ihr seid aber auch mies, Mensch. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hats are all over it. Captain's trying to fend him off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Neue wichtige Person, Mordopfer, finde ich gut. Okay, dürfen wir jetzt mit der Presse reden oder wie sieht's aus? Das, da bin ich ja mal gespannt. So, ich nehme mal an, der Fall wird sich garantiert ein bisschen anders gestalten, aber trotzdem, es ist schon wieder dasselbe Muster wie gerade eben schon. So, ich nehme wieder den hier, der hat mir ganz gut gefallen. So, steigen Sie ein, kommen Sie, sonst fahre ich alleine los. Okay. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time in bat. Thanks, Rusty. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Irgendwann vielleicht mal. Ich glaub's aber nicht. Ich vermute eher, irgendwann werden wir mal richtig aneinander geraten. Denn der Typ ist halt doch anders als Phelps. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier hochkommen am besten. Ah, das, ach, hier drüben, ich sehe es schon. Okay. Das ist aber auch komisch gebaut hier alles. Oh. Seltsame Perspektivverschiebung. Okay. Aber ohne Unfall durchgekommen. Wunderbar. So, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Wunderbar. Das ist echt eine krumm gebaute Stadt. Das ist Wahnsinn. So, hier sind wir. Uiuiui, hier ist ja was los. Die Presse wie die Aasgeier mal wieder. Boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy has been completed. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that matter. So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Officer, please tell me what's going on. Okay, then... Detective, I was first on scene.
Dann reden wir erstmal mit dir, würde ich sagen. You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. And you show me the body. It's under the pepper tree. This way. Pfefferbaum? Na gut, schauen wir uns mal an. Der Gerichtsmediziner ist noch da oder ist er schon weg? Ich scheine ja hier schon ein bisschen vorgearbeitet zu haben. Er ist noch da, okay. Here she is. Diesmal zumindest noch angezogen. Doch nicht. Sah bloß so aus auf den ersten Blick. Meine Güte. Was die mal mit ihrem Ausziehen haben hier. Magst du die Tasche untersuchen? Scheinbar nicht. Dann reden wir erstmal mit dem Gerichtsmediziner. Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I need to do further tests for semen. Angry boyfriend. They were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Hast du nicht gemeint, man sollte keine Mutmaßungen treffen, bevor man nicht die Beweise gecheckt hat? Naja. Er macht sich seine Regeln halt auch immer, wie er will. So, ein bisschen Geld. Nehmen Sie aus. Robbery. Why not take the money? Ich glaube nicht, dass es Raubmord war. Ein Raubmord endet nicht damit, dass das Opfer am Ende nackt in der Gegend rumliegt. Meistens zumindest. Deirdre Muller, Elternbeirat. Okay. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. Wunderbar. Haben wir noch was? Nee, das sind bloß die zwei, ne? Ja. Gut, wo ist denn Beweisstück B? Das muss ja dann irgendwo hier drüben mitliegen, ne? Ja, hier ist es. Die Fußabdrücke. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Scheiß Presse. So, aber wir wissen jetzt nicht, welche Größe das war, oder? Naja. Das haben sie uns nicht verraten. Gut, aber schauen wir uns mal die Leiche selbst an. Meine Güte. Erstmal das Gesicht. Look at your mark. It's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Danke, das ist nett. Sieht nicht wie ein normales Seil aus. Puh, also hat sie erst eins über die Rübe gezogen gekriegt und dann wahrscheinlich dann wurde sie wahrscheinlich erwürgt. Ist natürlich ein anderes Vorgehen als im Fall davor auf jeden Fall, ne? Aber ich weiß halt nicht. Es wäre ja mal schön zu wissen, was der Dahlia-Mörder denn nun, der Black Dahlia-Mörder denn nun für eine Vorgehensweise hatte. Ich weiß ja nichts darüber. Ich weiß ja nicht, ob der immer anders gemordet und sie dann bloß ähnlich drapiert hat, die Leichen, oder ob er auch immer ein gleiches Mordmuster hatte. Man weiß es ja nicht. Irgendwelche Ringe, die fehlen? Looks like she was tied up. Oh, okay. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Okay. Stimmt, an dem Arm ist es nicht. Was ist das an dem Finger da? Wahrscheinlich keine bedeutsame Wunde. Oder doch? What's this mark? A cut on a finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Der wurde aber schon ganz schön heftig entfernt, oder? Das sieht aus wie im Fall davor allerdings. Aber das kann natürlich auch durchaus in der Presse gestanden haben. Was ist das denn? Pixelwork.
Ist interessant, wie die Pixel hin und her springen. Ja, keine Ahnung, was das... Ach, das sind Fußabdrücke. Ach so. Jetzt erkenne ich das erst. Es war aber seltsam, wie die Pixel da hin und her springen. Es war nicht so schön ausgearbeitet, das Ganze. Detectives, R&I says a Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Gray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Hast du nicht vorhin noch gemeint, nicht daran, weil es dann zu Hause passiert wäre? Naja, gut. Another Zum day, another dollar. Mit dem Gerichtsmediziner gibt's nichts mehr zu besprechen, mit ihm auch nicht. Spoken to Carruthers yet? Ja, habe ich schon, aber er will mir ja nicht noch mehr sagen. I need to get back to it, Phelps. Okay. So, mehr gibt's hier, glaube ich, auch nicht mehr zu erkennen. Sportlich. Gut, dann machen wir uns mal auf zum Ehemann und schauen mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr rausfinden können. Kann natürlich sein, dass es wieder ein ähnlicher Fall ist wie vorher und dass es tatsächlich bloß eine Nachahmung ist. Muss aber nicht. So, steigen Sie ein, mein Freund. Adresse des Mordopfers, Deirdre Moll. Gut. Dann schauen wir mal, was wir da rausfinden. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, then... Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bear. This conversation is over. Plane, this officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Natürlich ist nicht jede Frau ein Engel, genauso wie nicht jeder Mann ein Engel ist, aber es ist trotzdem totaler Unsinn, solche Kommentare von sich zu geben. So, wo war ich denn jetzt? Hier war ich. Was ist denn hier eigentlich? Das war der Tatort. Ich bin da. Hier unten. Oh nee, das ist schon wieder so weit. Nee, keine Lust. Da mache ich nicht hin. Halt, wir fahren gleich mal hier runter. Ah, das war schlau. Das war total schlau. Ich fahre heute wieder wie ein Gott. Na gut, was soll es? Passiert. Weg damit! So, kommen wir denn hier überhaupt lang? Sieht aber ganz gut aus, hä? Ich glaube schon. So, du machst auch rechts rum. Dann nehme ich mal die ganz weite Runde hier. In den Gegenverkehr rein. Warum nicht? Kann ja klappen. So, okay. Also, dieser Typ ist echt anstrengend hier, unser Partner, ne? Muss ich mal sagen. Aber zum Glück hält er ja meistens die Klappe. Er ist ja nicht so redewütig und nicht so auf irgendwelche spitzfindigen Kommentare ausgerichtet, wie das Bukowski zuvor war. Sondern er ist ja eher so dieser raubeinige, bärenhafte Typ, der halt einfach mal die Fresse hält meistens. Wenn er sie aufmacht, kommt nur Scheiße raus, aber meistens hält er sie ja. Von daher, was soll's. Die Partner sind eben alle nicht sehr nett, die Cole so abkriegt. Guten Tag. Lassen Sie nicht stören. So, wir fummeln uns hin. Okay. Das Haus. Das Haus. Wohnsitz der Mollers, 11.29 Uhr. Sagen wir doch mal Hallo, würde ich sagen. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle?
an old-style phone whistle. Think it's it from Hollywood. Make Pandora your daily backup. Pandora lathers twice as fast. Willst du dem Kind jetzt sagen, dass ihre Mutter gestorben ist? Okay, offenbar nicht. He'll be back any moment. Just dann schauen wir uns erstmal um. Das wäre jetzt ziemlich mies, wenn wir jetzt dem Kind sagen müssen, dass ihre Mutter gestorben ist. Das ist aber ein bisschen seltsam. Mitten im Schneiden hat er aufgehört. Ja, mit der Möhre nicht, aber das Messer daneben vielleicht? Nein, nicht die Möhre. Das interessiert mich doch gar nicht. Mich interessieren nicht die Gemüsestückchen hier, sondern ich finde es etwas seltsam, dass er mitten in der Möhre aufgehört hat zu schneiden und abgehauen ist. Oder hat sie geschnitten? Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein, dass das Mädchen hier gebacken und gekocht gleichzeitig hat. Okay. Und aufgewaschen auch noch. Na Mensch, das ist ja ein Engel ohne Gleichen. Ist ja Wahnsinn. Und vorher hat sie auch schon einen Kuchen gebacken, der hier schon fertig rumsteht. Tja, die kann's. Bloß Müll bringt sie nicht raus. Und einkaufen war sie auch noch. Mensch, du bist ja ein gutes Mädchen. So, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Kann ich das untersuchen? Nein. Okay. Dann mal rein ins Schlafzimmer. Das sieht nach dem Kinderzimmer aus, oder? Oh, so ein gebildetes Mädchen auch noch. Mensch, das ist ja ein wahrer Engel. So, lass mal ihre Geige mal unangetastet. Hier können wir sonst nichts mehr untersuchen, okay. Schaust jetzt in ihr Tagebuch? Not much help. Nee, gut, ich wollte schon sagen, bisschen Achtung bewahren hier. Man sollte meinen, das Kind kann man als Tatverdächtigen ausschließen. Ich meine, ist alles möglich, aber in erster Linie würde ich jetzt erstmal sagen, nein. So, was haben wir denn da für eine Schuhgröße? Ach. Size 8. Gut, ich meine, das kommt aber öfter vor, ne? Also das ist jetzt keine ungewöhnliche Schuhgröße. Ist natürlich ein kleiner Fuß für einen Mann, finde ich. Aber ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. So, schauen wir mal rein. Elgin Wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Genau, das hat man ja festgestellt, beziehungsweise der Gerichtsmediziner hat es ja schon gesagt, wahrscheinlicherweise ist die Uhr abgerissen worden. Und das ist wahrscheinlich die Dose zum Ring, der fehlt. No sign of a wedding ring. Warum haben die eigentlich alle eine Ringdose mit dastehen für ihren Ehering? Also ich trage meinen immer am Finger. Ich nehme meinen nur ab, wenn ich Sport treibe, wenn ich Fußball habe, weil ich dann keinen Schmuck tragen darf. Ansonsten trage ich meinen immer am Finger. Aber ich meine, gut, meine Frau nimmt den auch immer ab zum Schlafen abends. Von daher, gut, was soll's. Na gut, was haben wir denn sonst noch hier? Musik ist alle. Okay, wir haben sonst keine Beweise mehr. Na, dann reden wir mal mit dem Kind. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Na, das hätte man aber ein bisschen glaubhafter inszenieren können, finde ich. Vom Spiel jetzt. Das war nicht so schön gemacht, ehrlich gesagt. Na ja, gut, was soll's. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Wird wohl stimmen. And did he come and get you? Das Kind lügt mich an. Was? Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Dieses Kind lügt mich an. Das ist ja nicht zu fassen. Okay, vielleicht hat sie...
Ich weiß nicht, ob sie nur gelogen hat, was jetzt ihren Vater betrifft, dass er sie abgeholt hat. Das könnte sein, dass das vielleicht gemeint war. Weiß ich nicht. Aber mal ehrlich, ich nehme doch nicht an, dass ein Kind mich anlügt. Vor allen Dingen nicht der Engel, der alles kann und auch noch Geige spielt. Naja, was soll's. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Ja, wird wohl. Also ich denke, das wird schon stimmen. Ich glaube, sie lügt nur, wenn es vielleicht darum geht, ihren Vater zu beschützen. Ansonsten glaube ich nicht, dass sie lügen wird. I know it's painful, Michelle. But this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes. A yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. Okay. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Sie hat doch gerade verraten, dass sie einen Streit hatten, also wahrscheinlich dann doch nicht, ja? They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave.